Halo guys, balik ke channel Nia Dua Kecebong. Ya. Tadi kan abis order seperti baju lagi tuh. Sama sepatu. Jadi ada yang kepake, kita sumbangkan spenden. Jadi plastikin juga. Plastik juga. Ini tempatnya. Oke, kita baik ya. Jangan kesana. Nah, udah amat. Jadi kita mau jalan-jalan dulu guys, karena di rumah tuh lagi bete banget bos. Oke. Bosan banget. Bosan banget dalam rumah. Udah gitu kan besok tuh udah ujian. Jadi pengen menyegarkan otak dulu, karena tadi pagi habis mengerjakan PR seabrek-abrek. Dan ini kita belum mandi loh. Habis mukbang terus kita keluar. Jalan-jalan dulu. Mana motor? Ini ada matahari guys, tapi agak dingin gitu sih, makanya kita pakai jaket. Nah, tempat ini tuh kalau misalkan di musim gugur atau di musim gugur. Tempat ini kalau di bulan apa namanya? September minggu kedua itu biasanya ada depan dedakan kan. Nah, tapi kalau hari-hari setelahnya itu jadi tempat peristirahatan para super truk. Gitu. Karena di Jerman itu setiap hari Minggu mobil-mobil kontainer tuh nggak boleh lewat atau nggak boleh lewat jalan tol, jadi mereka harus diistirahatkan gitu. Kalaupun mereka mau tetap drive, mereka harus punya lisensi atau mereka harus punya izin gitu, karena kalau enggak ketangkap polisi terus bayar denda itu mahal banget, dan untuk mengeluarkan izinnya juga itu mahal ya baby. Bos. Nah, LKW ya. Am Sonntag. Am Sonntag dürfen LKW nicht fahren. Nur mit Erlaubnis. Ja. Aber muss man bezahlen dafür, oder? Ja, Sondergenehmigung. Karena di Jerman tuh hari Minggu tuh sangat sangat dikuduskan gitu loh. Jadi udah enggak ada supermarket buka, ya kan? Terus kontainer juga enggak boleh lewat atau bahan. Kita lagi jalan-jalan aja di sini, guys. Nah, sebenarnya Seven itu tahun lalu berencana kita nikahnya tuh di sini, guys. Tapi karena waktu itu pas kita tanggal pernikahan kita ternyata di sini lagi udah ada yang nyewa. Jadi kita tempat lain deh. Karena kalau sini sebenarnya perfect banget loh, ada parkirannya luas ya kan. Terus ada tempat bermainnya juga buat anak-anak bocah. Terus sampingnya ada luar. Dan gak jauh dari rumah juga, jadi bisa jadi kaki kalau pulang. Apa sih? Baby mom. Baby bala-bala. Baby bala-bala, pegang kamera dong, pegel. Tolong pegang. Baby pegel, pegang kameranya. Dia ngerti gak? Baby, pegang kameranya. Kameranya. Pegang. Pegang kameranya. Pegang. Pegang kameranya. Pegang kameranya. Pegang. Dia ngerti gak sih ya Tuhan? Bagi-bagi. Bagi-bagi ya. Halt die Kamera. Halt welche Kamera? Ich halte dein Kameraarm. Nein. Ach so, die Kamera direkt. Genau. Ich habe. Nein. Baby, was machst du? Ich halte. Okay. Endlich. Ich halte die Kamera. Ich habe keinen Power mehr. Ich habe keine Power mehr. Ich habe keine Power. Die Power oder das Power? Oh Scheiße, was mache ich? Baby, die Power oder das Power? Die Power. Ach so, ich habe keine Power mehr. Hallo, hallo. Ich ini ngapain jadi deket-deket hidung? Da ist die Sonne. Iya. Itu matahari. Enggak, ih, lu mah ada matahari dibilang saya sih. Enggak ada matahari dibilang saya. Lu temunya apa sih? Oke, apa sih?
Pusing gue malu. Pusing gak malu? Bodo amat. Bodo amat. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ampunilah. Ampunilah. Salah. Salah. Dan dosaku. Dan dosaku. Oh, main shots. Shots, shots. Dia tinggi banget sih sebel gue. Jadi tuh, lihat tuh, kepalanya mana? Kepala lu gak kelihatan tau. Nah, kepala gue kemana? Semat. Ah, gini dong. Nah, sini lah. Jut banget lu. Ini gue yang tahan kameranya. Gahan kali, Ini gue pegang kameranya. Ah, ada itu pas tuh. Pas tuh. Nah. Ich sehe da nichts. Doch, ich sehe dich. Ich sehe gar nichts. Warum? Weil ich die Sonne sehe, wir sind gespiegelt. So. Oh, Quatsch. Aber ich kann dich sehen. Schön. Baby. Ja. Ich kann nicht mehr. Welche indonesische Wörter kennst du schon? So viele. So viele was? Kann ich nicht alle sagen. Warum? Weil mir sofort nicht alle einfallen. Okay. Wo sind wir? Baxo, Baxo. Baxo, Baxo. Gib mir. Bitte. Okay. Wo sind wir? Wir sind an der Ruhr. Ja, Tuhan, rambut gue nggak jelas. Es drua. Meine, kita kentut dia. Was? Kentut? Fliege. Fliege. Dia tau kentut, guys. Das Fliege. Nein, du. Ich war nicht kentut. Doch. Du hast gepupst. Nein, hab ich gar nicht. Doch. Ihr wollt doch Lona nicht glauben. Du, Stefan, hab ich kentut. You're not to leave Lona. Kalian jangan percaya Stefan, dia itu... Duh, gue kangen banget deh kalau ngeliat orang main sepeda tuh. Masalahnya, gue mau main sepeda, tapi sepeda Stefan rusak. Jadi gue malas banget kalau main sepeda sendirian. Ih, Stefan nyala situ, ah. Nah, ini momen. Apa? Bitte warten. Was? Mikro auch? Nee. Ah, ich fühle mich gar nicht. Ich fühle mich gar nicht. Nein, ich fühle mich auch nicht. Ich fühle das nicht. Oder? Ich fühle mich das nicht, ne? Das? Nicht. Das ja. Nicht. Oder ich habe mich das nicht gefühlt. Ich habe mich das nicht gefühlt? Was ist das? Moment. Kaputt. Ach, Deutsch. Ich habe mich gefühlt? Nein. Ich habe mich. Banyak Spinnen. Überall. Ja, scheiße. Cool, oder? Ich habe mich das nicht gefühlt, oder? Was ist richtig, Baby? Kannst du sagen? Ich habe das nicht gefühlt. Ich habe das nicht gefühlt, aber sie fühlen. Füllen ist mit Reflexivverben, oder? Was ist das? Reflexivverben ist zum Beispiel, ich habe mich geduscht. Dann musst du sagen, ich habe mich gefühlt. Ich habe mich gefühlt. Okay. Nur das? Ich fühle mich. Ich habe mich gefühlt. Ich habe mich gefühlt. Das war aber Vergangenheit. Jetzt ja, ich verstehe. Mehr. Das weiß ich. Das ist schon, wie heißt das? Schon passiert. Du kannst nicht sagen, ich habe mich nicht das gefühlt. Das geht nicht. Das geht nicht? Ja. Was ist richtig? Ich habe ich mich... Ich habe das nicht gefühlt. Ich habe das nicht gefühlt, okay. Keine Ahnung. Dann soll ich... Ahnung. Dann soll ich meine Lehrerin fragen. Ja. Ach was. Kater. Oh, bei dir ist einfach nicht los. Mach mal Indianer. Was? Wenn noch einen Zug kommt. Ich bin noch bei dir, ist das?
15. Jadi udah 10 menit lagi. Dan kita gak tahu kita mau ngomong apa lagi. Lagi-lagi. Aduh Tuhan. Guck mal kurz, kannst du Quizze nicht kaufen? Nee. Ich hab kein Geld. Ich auch nicht. Dann, warum fragst du das? Guck mal, können wir hier Bahnhof machen, wie wir schon gesagt haben. Lona Station. Betriebsanlage. Der? Ja, aber Betrieb ist nicht mehr da. Ja? Ja. Okay. Nein. Das war Schrottplatz. Ja, wenn ich Geld habe, oder wenn wir Geld ganz allein einfach. Nee. Soll ich auf der rechten Seite gehen, wo der Hund ist? Jadi gue agak-agak takut itu sama anjing di sini. Ada orang guys. Guck mal, der hat doch. Aduh, 2 bulan lagi kita pergi ke Indonesia. Tapi aku sepertinya sendiri saja perginya. Karena kalau kita membawa dia, itu akan merepotkan. Aku nanti tidak bebas. Tidak bebas mau kemana-mana. Karena kalau bawa dia ke Indonesia, ya Tuhan. Itu tangga itu kayak orang apaan tahu ngelihatnya. Terus tangga. Ya, terus kalau bawa dia naik angkot, kalau gua kan orang demennya lebih demen pakai naik angkot daripada naik taksi kan. Naik taksi kan mahal, cuy, gila. Tangga itu for women this year. Underwear. Warum? Das ist Tanga. Nein. Doch, in Deutschland ist das Tanga. Tetangga bedeutet Nachbarn. Nachbarn. Jadi kalau gue bawa dia ke Indonesia tuh ribet banget. Jadi jarang-jarang aja bawa dia ke Indonesia dah. Ribet. Naik angkot diliatin orang, bawa dia ke pasar diliatin orang. Mau keluar gang rumah diliatin orang. Tuhan. Ich finde es sehr deutlich, gehen viele Leute raus. Ya. Jadi kemarin tuh sebenarnya di radio tuh dibilangnya tuh cuacanya tuh jelek gitu. Cuma ternyata cuacanya bagus. Berarti kita ditipu sama radio. Sama radio? Ya. Kemarin di mobil kita dengar kan katanya kalau hari Minggu tuh cuacanya tuh jelek. Udah gitu hari Sabtu kemarin tuh cuaca terakhir terbaik lah di tahun ini. Udah gitu selanjutnya akan dingin-dingin-dingin, hujan-hujan-hujan. Dingin-dingin-dingin. Ternyata panas hari ini, matahari bersinar dengan terang. Ih, pegel bapak. Gantian. Okay. Berapa menit? 13 menit. Oke, 7 menit lagi. Kita coba-coba lagi. Sikit lagi. Jadi. Apa lu? Wie findest du heiraten, Baby? Schön. Schön, warum? Weil man ist nicht mehr allein, hab ich ja schon mal. Wir haben vorher noch dazu gesehen. Haben wir schon 1000 Mal, 50.000 Mal, 1 Million Mal drüber geredet. Da oben ist ein Vogelnest, mit einem Vogel drin. Siehst du? Vogel. Da Vogel auch. Heiraten ist schön, dann ist man nicht allein. Und? Was und? Bist du glücklich? Ja, ich bin glücklich. Warum? Weil du Killer bist. Ach Quatsch. Aber manchmal, Lana, ist scheiße. Aber was ist jetzt mit Herbstblätter? Ja, für so App. Vor meinen Freund. Ja? Wird er jetzt oder nicht? Jetzt? Ach, oh, Quatsch. Warte mal im Winter, wenn keine mehr da sind. Was? Aduh, temen gue minta oleh-oleh daun kering. Ring. Tahun lalu sebenernya udah gue bawa, cuman gue lupa. Serius. Lupa naruhnya di mana. Serius. Un. Wirklich, Baby, bist du glücklich mit mir? Wo bist du, Schatz? Naughty. Schatz, was machst du?
Schnauke. Quatsch. Und? Wie heißt das? Was? Und wie findest du Lona? Lona? Ich liebe meine Frau. Ich finde sie hübsch, sexy. Nein, ich bin fett. Und? Sexy? Manche Leute sagen, Lona ist fett. Und andere Leute sagen, du bist sexy. Wer? Ich? Nur mein Mann. Nur mein Mann hat das gesagt. Und die Leute sagen, Lona, kamu gendut. Suami saya aja bilang saya seksi loh, guys. Kamu gendut. Justru dia tuh gak suka cewek-cewek yang kurus-kurus tuh, yang cuma tulang-tulang doang. Tulang-tulang. Ya, baby. Du magst nicht sowieso, wenn eine Frau suslang ist. Nein, so wie du ist okay. Seksi? Atau fart. Oke. Guys. Ada orang. Orang, kamu sebaik saat. Orang kita. Kita gini aja dia orang. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video 2 cabang hari ini. Bye bye, sampai jumpa di next vlog selanjutnya. Cus.